Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Siberia 3 Let's Play. meine Stimme ist heute noch ein bisschen belegt. In der letzten Folge haben wir schon ins Stadion reingesehen, was da gebaut wurde, auf dem Tempel drauf. Haben dann eine, wie soll ich sagen, eine Nachfahrin, glaube ich, von diesem, wie soll ich sagen, von diesem Leiter des Zuges da betroffen, gefunden, könnte man eigentlich auch sagen. Und ja, mit der haben wir uns ein bisschen unterhalten. Leider kann ich mich an diese Unterhaltung nicht mehr ganz erinnern, weil mich dann mein Freund angerufen hatte und ja, das war halt ein bisschen blöd. Ich weiß nur, dass sie ein bisschen sehr misstrauisch war und ja, gut. Sie hatte nämlich auch so ein Tagebuch, was dann auch gesagt hat oder worin dann halt irgendwie versteckt steht, wie man zu dem Tempel kommt. Und hat dann halt nur gemeint, ja, das ist auf Dingens geschrieben und ja. Was um alles in der Welt ist das? Hä, konnte ich das vorher schon anklicken? Wieso siehst du eigentlich auf einmal so komisch aus? Aha. Das ist hinter Glas. Das ist ja kacke. Auf alle Fälle, nachdem wir uns dann mit dieser einen Tochter da unterhalten haben, sind wir dann in so eine kleine Ruhestätte reingegangen. Kann ich das verwenden? Kann ich das verwenden? Und haben dann diese Yuko-Linse 01 gefunden. Die haben wir dann einpacken können. Die haben wir auch eingepackt. Und ja, jetzt sehe ich gerade, dass hier eine zweite Linse ist. Aber ich komme nicht so ganz... Aha, okay. Komme nicht ganz dazu. Aha. Oh. Hey, das ist ja schon vorgebrochen. Bäm. Au weh. Hat alles nichts gebracht, du blutest trotzdem. Es geht mir gut. Es war mehr Schreck als Schmerz. Na dann, sind wir ja alle beruhigt, wenn es dir gut geht. Hey, lass doch nicht einfach das Tuch fallen. Was bist du denn für eine? Das hast du von Sarah geschenkt bekommen. Ah, okay, das ist jetzt die Yuko-Linse 02. Alter, die lässt einfach das... Die lässt einfach das Tuch liegen von Sarah. Das gibt's doch nicht. Die volle Unverschämtheit. Naja. Gut, ja. Das wollte ich nämlich auch sagen. In dem Raum konnten wir das letzte Mal auch schon reingehen und ich habe da irgendwie genau gar nichts gefunden. Außer die Bemerkung, ja, das würde der einen da voll gefallen, diese Smounswipe. Das war es doch schon. Gut. Wir haben hier ja so komische Zeichen bekommen. Und ich habe ja so komische Zeichen abgeschrieben. Und wir haben hier 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Okay, und das andere ist noch viel länger. Ja, gut, das ist dann mal fehlgeschlagen. Dann müssen wir uns jetzt hier dieses Buch nochmal anschauen. Genau. Wir haben uns das letzte Mal durchgelesen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr. Ah, okay. Das, ich nehme mal an, wir haben hier 2, 4, 5, 5. Okay, ich glaube, ich muss mir das mal hier abschreiben. Also wieder Zeichen abschreiben. Und dann müssen wir uns die Geschichte nochmal anhören. Oder durchlesen, nicht anhören. So. So. Dann geht es so runter und dann geht es nochmal so runter und dann
geht das hier so, so, so und so. Okay, das ist Trauer. Dann haben wir ein liegendes L und so ein komisches Haken-Ding drunter. Das ist Symbol Tod. Okay. Der Tod. So, dann haben wir eigentlich ein relativ einfaches Zeichen, aber wenn man diese Schrift nicht wirklich kennt, Opfer. Schmerz. Okay, warte mal, wie geht denn das? So, 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 so. Mein Gott, schaut so scheiße aus bei mir. Nicht so. Schmerz. Und dann haben wir noch Wahnsinn, genau. Den Wahnsinn, den bringen wir auch noch da auf die Seite. So, der hat ein Häkchen runter. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Das ist der Wahnsinn. Okay. So. Bothor besiegte die Geister einen nach dem anderen und nahm sie in sich auf, aber die Vereinigung... Blablabla. Ich schätze mal, der Wahnsinn wird als letztes sein. Ich habe noch keine Ahnung. Warte mal, hier zurück. Was ist das hier? Achso. Nee. Okay, warte mal, der Wahnsinn, wie schaut der aus? Der schaut eh genau so aus. Okay. Das haben wir noch 5 offen. Wieso haben wir jetzt noch 5 offen? Wir lesen uns das Ganze nochmal durch. 2. So, dir. Der, den der neuen Zug der heiligen Strauße in die befleckten Lande begleitet, dir, unserem Nachfolger, widme ich diese Zeilen. Okay. Wie die Hüterin dieses Ortes, mein eigen Fleisch und Blut, dir schon erzählt haben wird, hat dieser frevlerische Betonberg, der sich an der Stätte unseres Tempels herbergt, erhebt, uns gezwungen, unsere Heiligtum zu verstecken. Daher habe ich dir diese Karte hinterlassen und es ist wirklich eine Karte. Die Symbole sind Worte und die Wegbeschreibung besteht aus Rätseln. Ja, toll. Das bin ich auch schon drauf gekommen, dass es aus Rätseln besteht. So, eine Karte, die nur ein wahrer Yukol interpretieren kann und die zum Eingang unseres Heiligtums sowie zu ihrem Schlüssel führt, falls du dem roten Mond folgst und den richtigen Blickwinkel hast. Zuallererst möchte ich mit dir zusammen unsere tapferen Brüder und Schwestern ehren, die den Stamm verlassen haben, um unsere heiligen Tempel zu retten. Abgesehen von wenigen Momenten des Glücks, zum Beispiel als ich die Mutter meiner Tochter kennenlernte, ist unsere Existenz als bereitwillige Sklaven eine lange Reihe unglücklicher Ereignisse. Zunächst mussten wir das Opfer bringen, die Karawane zu verlassen. Okay, also er hat mal als erstes Opfer erwähnt. Dann lernten wir Schmerzen kennen. Ich glaube, das passt nicht. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Uns jeden Tag zu verausgaben, um diese Verschandelung unserer Tradition zu bauen, um dann nachts zu schuften, um unseren heiligen Tempel zu verstecken. Danach kam die Zeit des Todes, unseres Todes. Okay, der Tod. Einer nach dem anderen starben wir vor Erschöpfung, vor Verzweiflung. Okay. Dann lesen. Geht das? Nein, geht nicht. So geht's. Ich fühle, dass auch meine Stunde herannaht und alles, was ich meiner kleinen Dunyasha hinterlasse, ist das größte Opfer. Okay, da haben wir wieder Opfer. Von allen. Unser aller Kummer zu ertragen und allein für den Rest ihres Lebens auf unsere Nachfolger zu warten.
Dieses düstere Schicksal, zu dem ich meine Tochter verdamme, erinnert an eine in meinem Volk kaum bekannte Legende, die von Führer zu Führer weitergereicht wurde und die ich mit dir teilen will, da sie mir wie eine dunkle Vorahnung scheint. Die Legende des blutdurstigen Bothor, des Wahnsinnigen, der die Steppe erobern wollte. Es kann natürlich das auch sein, gell? Schauen wir mal. Bothor war ein Häuptling unseres Stammes. Er war allseits gefürchtet und insgeheim gehasst, da er viele unserer Dörfer annektierte, ungerechten Tribut vom Volk forderte, sie für seine große Armee der Mammutreiter zwangsrekrutierte und alle Schamanen in einen Rat unter seiner Kontrolle versammelte. Sein Eroberungsdurst war so groß, dass er nicht nur Macht über alle Yukol, sondern über alle Völker der Steppe gewinnen wollte. Die unterwürfigen Schamanen des Rates versicherten ihm, dass dies möglich wäre, falls er über die vier Hauptgeister triumphieren und sie seinen Willen unterwerfen würde. Der Geist des Schmerzes, der Geist der Trauer, der Geist des Todes und der Geist des Opfers. Gut. So, wenn er die Essenzen dieser Geister in sich aufnehmen würde, versicherte ihm die Schamanen, würde er zum Meister des Kriegers werden, dem kein Sieg verwehrt bleiben würde. Bothor machte sich sofort an seine Aufgabe und jagte die vier Geister bis ans Ende unserer Welt, manchmal sogar darüber hinaus. Genau, das haben wir die Symbole. Bothor besiegte die Geister einer nach dem anderen und nahm sie in sich auf. Aber die Vereinigung der perfekte Anordnung aller Geister war eine Illusion. Denn aus der Verbindung von Trauer, Schmerz, Opfer und Tod entstand ein anderer Geist. Cthulhu, der Wahnsinn, ließ sich seinerseits nur zu bereitwillig von dem unbesonnenen Eroberer aufnehmen. Wahnsinn. So, und so erblickten die Diener Bothors bei seiner Rückkehr von der Jagd einen vorzeitigen gealterten Mann, unbeholfen und stammelnd als seines Verlangens nach Krieg beraubt. Die Schamanen des Rats, die diese List erdacht hatten, ergriffen wieder die Macht. Die verschiedenen unterworfenen Dörfer erhielten ihre Unabhängigkeit zurück und nahmen die friedliche Zusammenarbeit wieder auf, die bis dahin geherrscht hatte, der jetzt völlig harmlose Bothor arbeitete in den Ställen seiner früheren Kriegsmammuts. Indem ich dir diese Geschichte erzähle, teile ich meine größte Furcht mit dir, die an mir nagt, seit wir begannen, den Tempel zu verstecken. Ob ich mein Kind, indem ich es all diesem Leid ausgesetzt habe, das wir erdulden, um den Tempel zu verstecken, zu demselben Schicksal verdammt habe wie Bothor, eine Furcht, die jetzt nur weiter wächst, da wir einer nach dem anderen sterben und die mich nicht verlassen hat, seit ich die Schlüssel zum Tempel versteckte. Irgendwie habe ich da noch nicht viel rausgelesen. Und jetzt haben wir das Ende dieser dunklen Bürde erreicht, die ich dir, o ehrenwerter Nachfolger, hinterlasse. Vergiss nicht, den für die Bewahrung unseres heiligen Tempels Gefallenen an dem für sie errichteten Altar die Ehre zu erweisen. Mögen die Geister mit dir ziehen. Khan Tika. Solltest du ein Betrüger sein, der danach trachtet, unser Heiligtum zu plündern, gib lieber gleich auf, du armer Narr. Du bist zu uneinsichtig, um zu finden, was du suchst. Schließlich haben wir einen unserer Schlüssel jahrelang inmitten eurer Idole der Eitelkeit versteckt und ihr habt es nie bemerkt. Okay, ich habe keine Ahnung, gell? So, warte mal. Jetzt probieren wir das einfach mal. Hier, Opfer. Was ist ein Opfer? Opfer ist das hier. Nein. Das ist Opfer. Hä? Was ist denn danach? Ich habe hier Opfer. Ich habe jetzt gerade mal zwei. Ich habe da hinten Wahnsinn reingesetzt. Und da Opfer. Was haben wir hier? Schmerz. Was haben wir hier? Das könnte der Tod sein. Und dann haben wir hier nochmal Opfer. Was ist das?
Die Trauer. Okay. Der Wahnsinn. Hey, das ist genau die Reihenfolge, die er da in dem Text hatte. Opfer, Schmerz, Tod, Opfer. Dann kam Trauer. Und dann der Wahnsinn, den ich hinten hingesetzt habe. Cool. War gar nicht so schwer. Okay, toll. Jetzt habe ich 3 von diesen Dingern. Und was mache ich jetzt? Yukol-Werkzeuge. Sie scheinen schon lange hier zu sein. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Hallo. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Komme ich da raus? Ja, da komme ich raus, aber ich komme auch da hoch, gell? Schauen wir mal, was da oben passiert. Aha, okay. Hä? Oh, okay, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ah, okay, ja. Ja, was mache ich jetzt? Oder muss ich zum Ding wieder zurück? Okay, warte mal. Schauen wir mal, ob wir zu der einen Tussi da zurück müssen. Dafür muss ich da runter. Ja, das war außerhalb vom Bildschirm. So, das aufmachen. So, jetzt gehen wir nochmal da hoch. Und das haben sie ja irgendwie cool gestaltet. Unlesbar. Unlesbar, ja, ja. Du sollst auch nicht lesen, du sollst jetzt mal hier weiterlaufen. Kantika, unser spiritueller Führer, der sich opferte, um die Straußenzüge für immer vor bösen Geschicken zu schützen. Kirk hat mir von ihm erzählt. Anessa Dubrovskaya Tika. Meine geliebte Mutter, die bewies, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt. Ah. Kantika, unser spiritueller Führer, der sich opferte, um die Straußenzüge für immer vor bösen Geschicken zu schützen. Kirk hat mir von ihm erzählt. Mhm. Dunyasha Dubrovskaya Tika, endlich befreit von ihrer endlosen Wacht, jetzt mit ihrer Familie vereint. Mhm. Können wir da irgendwas machen? Mega. Okay. Dann müssen wir erstmal hier weiter. Hier liegt Cousine Rukalia Dana, die als Sklavin lebte, aber als Heldin starb. Okay. So, warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Warum schließt du dich uns nicht an, Dunyasha Dubrovskaya Tika? Dein Platz ist bei deinem Volk, auf dem Straußenzug. Früher hätte ich mich geehrt gefühlt, ehrenwerter Führer. Aber? Jemand muss zukünftigen Karawanen den Weg zum Tempel zeigen und sicherstellen, dass die, die ihn zerstören wollten, das nicht schaffen. Und ich versprach meinem Vater auf seinem Totenbett, dass ich diejenige sein würde, die das tut. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Das glaube ich nicht, ehrenwerter Führer. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, weit weg von den Geistern meiner Familie zu leben. Hm. Danke. Danke, dass ich meine Cousins treffen durfte. Aha. Ich hätte nie erwartet, einmal eine Nachkommen des vorigen Zuges zu treffen. Ein Yukol-Wandbehang. Super. Was bringt mir das jetzt? Ich kann hier mit keinem... Danke. Danke, dass ich meine Cousins treffen durfte.
Ich hätte nie erwartet, einmal eine Nachkommen des vorigen Zuges zu treffen. Okay, hier müssen wir nicht hin. Kann ich hier noch irgendwo hingehen? Nee, da ist sowieso nur das Bett, okay. Ihr bringt mir gerade nichts. Gar nichts. Manche starben für den Stamm, andere um ihnen zu helfen. Wir wollen sie alle, Nomaden oder nicht, in Ehren halten. Mhm. Das haben wir das letzte Mal eigentlich auch schon durchgelesen, gell? Ich war nur der Hoffnung, dass da jetzt vielleicht was anderes steht oder so. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe ja keine Ahnung. Ja, wir gehen erstmal wieder zurück. Warte mal, wo muss ich denn da hin jetzt? Hier hin? Hier lang, glaube ich. Nein. Vielleicht muss ich jetzt zur Schamanin oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung. Also wir haben jetzt auf alle Fälle schon 3 solche Teile. Eventuell brauchen wir ja 4 oder sogar 5. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir die Schamanin hier irgendwo antreffen. Strauße können essen und ausruhen. Glücklich. Super. So, wo haben wir die Schamanen-Mami? Hallo? Oder ist das mein Ding gewesen? Das war meiner, gell? Ja. Die Yukol haben alle Dinge, die ich aus der Klinik mitnehmen konnte, verstaut. Das ist ja nett von ihnen. Super. Super, super. Ich find nicht den weiteren Weg. Aber wir haben ja schon mal einiges geschafft. Mal gucken, was Oskar so dazu sagt. Oskar ist auch noch da. Also der wird immer noch vom Yuki gewacht. Diese gemacht. Kreatur scheint mich zu mögen. Ja. So. Da komme ich nicht hin. Wo renne ich denn da jetzt hin? Oh, ist ja ein Yuki. Ein Yuki. Was kann ich denn hier drüben machen? Da drüben war ich sowieso noch gar nie, gell? Da ist noch ein Tor. Die Frage ist jetzt, komme ich da durch? Hm, ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Und jetzt? Aber das ist ja auch alles hier ein Grab oder ein Zaun. Keine Ahnung. So, was passiert jetzt hier? Ein Zaun. Das möchte ich nochmal gucken, was wir hier so schnell machen können. Okay, da kann ich nicht raus.
Aber ich komme sicher irgendwie hier so rüber. Also irgendwas muss man ja hier auch machen können, weil sonst wäre es ja unlogisch, wenn ich hier langlaufen kann. Was ist mit der Tür? Da komme ich nicht rein. Okay. Wieso ist die Tür zu? Oh, nein, das habe ich eingesperrt. Scheißdreck. Okay. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal einen Cut machen und werde hier in der nächsten Folge dann ein bisschen weiter schnüffeln, weil ich komme gerade nicht weiter. Und ich habe mich eingesperrt. Na gut, ja. Dann ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Baba.